Go. Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator. Ich bin wieder mit Beo dabei. Hallo? Hallo. Ja, diesmal ohne Gast, denke ich mal, ne? Ja, wir machen heute mal ohne Gast. Und bevor wir anfangen, bevor wir irgendwohin auf dem Mörfblatt hier, ist das unsere letzte Aufnahme für diese Staffel? Haben wir uns so gedacht. Wir wollten mal eine neue Karte anfangen, weil diese Karte wird ja auf Dauer ein bisschen langweilig. Wir sind jetzt nach dieser Aufnahme bei Folge 75. Da gibt es ein paar Fragen, die wir stellen wollten. Und zwar erstens die Frage: Sollen wir die Fahrzeuge mit in die neue Karte übernehmen? Mit dem Geld natürlich auch. Das war die zweite Frage. Und sollen wir das Geld mit übernehmen? Stimmt bitte über beides ab, getrennt voneinander ruhig. Einmal Geld mitnehmen, einmal Fahrzeuge mitnehmen. Weil es hat einfach damit zu tun. Wenn wir jetzt eine neue Karte anfangen und komplett wieder bei Null anfangen, dann kann das ein bisschen dauern, bis wir halt wieder auf dem Level sind und dann wäre die Folge schon wieder, wäre die Staffel wahrscheinlich schon wieder rum. Deswegen geht es jetzt einfach darum, Geld mitnehmen, Fahrzeuge mitnehmen und da einfach weitermachen. Aber halt mit einer neuen Karte, dass man mal was anderes sieht. Weil jetzt fahren wir immer die gleichen Strecken, wir fahren, sind immer auf bei den Tieren, wir sind immer bei. Das ist alles, sieht alles gleich aus, hier verändert sich halt nichts. Außer die Ja. Felder, wenn man die bestellt. Ja, ich wäre genug gequatscht. Genau. Das Also. heißt, wir gehen jetzt shoppen. Also ich gehe shoppen. Tschüss. Ja, ich. Bist du hin? Shoppen. Also, wir haben natürlich einen richtig geilen Mod jetzt rausgesucht. Mal wieder. Der verursacht ein paar Fehler in der Logdatei, aber. Was ist das denn? Hä? Also das sind Marken, bla, nee. Was? Ihren Besitz hast du schon gekauft? Nee, ich bin gerade unterwegs hin und mir den da abzuholen. Gleich dann. Für den Das Mod braucht meint. man nämlich ausnahmsweise mal wieder einen Trecker. Ja, ne? Hab ich meinen verkauft, ja, ne? Kann nicht sein, ne? Welchen verkauft? Mein Tracker. Ja, du hast deinen verkauft. Eben einen neuen besorgen. Irgendwo müssten noch einmal noch welche rumstehen. Ja, nee, Aber. ich kaufe mir einfach meinen eigenen, ist gut jetzt. Auch mal. Boah. So, und zwar den Anhänger da. Haben wir uns gleich durch. Ja, du musst schon großen nehmen, nicht den kleinen. Boah, haben wir jetzt einfach mal Guck gekauft. mal, der Anhänger ist Ja, ich hab. 100 mal größer als dein Trecker. Das war der doch. Was? Ja, den Anhänger habe ich eben schon gesehen. Ich dachte, was ist das für ein Monster? Nee, Vero, ne? What the hell? Ja, du musst mal irgendwie da weg, weil sonst kann ich da nicht weg. Wo ist das Monster? Murph, du stehst im Weg. Ja, Moment, da ist er. Ja, Okay. warte, ich guck mal ihn auch an. Moment. Boah, Alter. Er kann den wahrscheinlich gar nicht ziehen. Entschuldigung. Ja, nicht so. Wie gesagt, der Anhänger ist ein bisschen groß, man muss sich immer erst dran gewöhnen. Das ist ein bisschen ziemlich groß, ne? Deswegen heißt er Giant, weil er groß ist. Was ich wäre, du nimmst eine Bekannte mit und eine Frau. Die Frau ist mir egal. Die Kante ist scheiße. Da geht der Anhänger kaputt. Die Frau, das macht der Anhänger schon platt. Boah, übelst geiler Mod. Vor allem finde ich cool, dass er eigentlich relativ gut beschleunigen kann noch. Ja, ich fahr gerade mit 20 Sachen hier. Milchwagen kommt. So, jetzt erstmal gucken, was viel Kohle bringt momentan. Ja. Raps. Körnermais. Nee, ja Körnermais doch. beim Güterbahnhof. Ja, wollen wir hier kommen. Jetzt muss ich jetzt mal gucken, welches Raps ist. Raps ist das. Also das ist erstmal mein vorläufiger Traktor, weil, ne? So ein bisschen auf meine Kohle achten. Du nimmst wieder eine Kante mit.
Es kann ein bisschen dauern, bis meiner voll ist, ne? Sprit sparen. Ah. So, ich bin gerade mal zu 4% voll. Ja, na klar. Ah, ich hab jetzt doch Raps geholt, scheiße, du musst Mais holen, verdammt. Ja, oh, lade mal ab. Vero, fahr doch, ja. Wo ist das richtige Fass? Warte mal. Ja, toll, genau ein weiter. Ja, du musst sagen, dass ich nicht weiter war. Ich sehe dich jetzt gar nicht mehr. Stopp! Passt. Da muss ich warten, bis er weg ist, weil... Ja, rennt um dem Fass. Fährst du hin, Vero? Ja, im Kreis. Ich will nicht wissen, wie langsam der, wenn er voll ist, fährt. So geht's ja noch, so fahre ich noch meine 40 Sachen. Aber wenn der voll ist? Denke ich hier. Es ist übel. Dürftig zu fahren. Der hat doch nur 4 Achsen, das ist doch alles super. Nur 4 Achsen, guckt euch das Ding an, Leute. Das ist ein übelst geiler Traktor. Gar nicht wissen, was der da, ne? Das Problem ist, wie gesagt, der braucht recht richtig lange, bis er voll ist. Yo. Was ist das denn? Ach so, das ist der Tankdeckel. Na cool. Ohne Scheiß, ich kaufe mir jetzt noch einen Traktor und, ne? Du hast ja auch nicht mehr so viel Kohle, oder? Ein Trecker ist ja auch teuer. 300.000 habe ich jetzt noch. Knapp. Kostet denn der nächste? Warte mal. Ich habe genau 415.080. Aber das sage ich euch ja nicht. Könnte ich mir eigentlich leisten. Ja, warum hast du denn nicht gleich den großen geholt? Ja. Leute, lohnt sich das jetzt? Was würdest du machen? Würdest du den verkaufen? Welchen? Meinen, den ich jetzt hab? Den Trecker nur. Würde ich nicht verkaufen. Lass ihn doch erstmal. Vielleicht kannst du damit ja auch locker ziehen. Man weiß es ja nicht. Geh mal da weg. Wie das aussieht, wenn man da drin ist, ne? Ich guck gerade rein. Ey, bleib doch stehen, Alter. Das ist voll cool, dass man hier auf deinen Trittblech sich wirklich neben deine Tür stellen kann. Warte mal. Nee, lass meinen da bitte stehen. Ja, hi. Hi. Ah, jetzt eine rauchen hier. Ganz gemütlich. Mal gucken, wie lange der noch. Alter, ist mal bei 20%. Ja. Geh mal raus aus meinem Anhänger. Ich bin nicht in deinem Anhänger, ich war in deinem Trecker. Ich wollte gucken, wie voll deiner ist. Ja, Scheiß, dauert noch ein bisschen. Scheiße, dass man sich nicht gleichzeitig hinstellen kann. Dann verdrücke ich mich erstmal zu den Tieren, würde ich sagen. Oder ich guck mal, wie weit die Felder sind. Die kann schon mal weiter gemäht werden bei mir. Oh, wo bist denn du? Bei den Silos, weil hier ist ja ein bisschen was gewachsen. Das hier? Bist du denn? Bei den Silos? Ja, hier, das genau. Ja, das meinte ich. Das ist aber noch nicht reif. Ja, klar, es ist reif. Nein, guck doch mal, also wenn du auf Escape drückst, sind oben, ist doch dieser Reiter, da kannst du weitergehen, zur Kartenansichten. Und da gibt's einmal das Wachstum zum Beispiel. Und das sagt, es ist noch nicht fertig. Wachstum, okay. Und das rote Feld ist verdorrt und verfault, das können wir ernten. Ah, okay. Nice. Okay. Bin mal gespannt, wie der gleich bei 50%. So, ich wollte jetzt zu den Tieren. Ich war gerade bei den Tieren. Hier ist übrigens noch ein großer Trecker, wenn du noch einen brauchst, ne? Ja, ne, geht schon.
lange das einfach braucht, ne? Was haben wir gerade? Genau, mal, jetzt haben wir auch noch was auf Lager. Weizen haben wir noch massig. Ach, Kacke, ich muss noch was anderes kaufen. Was denn? Was wir noch gar nicht haben. Verwirrt mich erstmal. Wer kann ich jetzt auch schon mal nach sagen mit unserem neuen Projekt oder? Nö, erstmal. Nicht gut. Das behalten wir für uns erstmal. Ja. Also es gibt auf jeden Fall ein neues Projekt. So viel können wir schon mal verraten. Was es ist, verraten wir noch nicht. Weil sonst spoilern wir euch. Und wir können vielleicht schon mal verraten, dass wir es zu dritt machen. Das können wir auch schon mal verraten, denke ich mal, oder? Genau, mit dem Mark. Genau, die Mark. Also der Mark ist dauerhaft beim nächsten Projekt dabei. Weil sonst kann man es einfach nicht schaffen, finde ich. Genau, also das ist ein bisschen schwer zu zweit, nur weil es so viele Aufgaben gibt, die du wirklich gleichzeitig erledigen musst. Und ja, es wird auf jeden Fall wieder so in diesem Bereich auch wieder Landwirtschaftssimulator, ne? Ja, also freut euch auf die nächste Karte mit dem neuen Staffel von uns. Genau, und es gibt dann zeitgleich so theoretisch auch das neue Projekt kommen. Wir hoffen das natürlich, dass wir das schaffen. Ja, weil ich habe ja auch jetzt, das sage ich jetzt einfach mal bei mir. Ich habe gestern ein neues Projekt angefangen und zwar Minecraft. Ein langweiliges Projekt. Nein. Spaß. Also mit der Minecraft Together habe ich angefangen und ja. Habe ich jetzt auch über zu Vorräte, also Vorräte auf Lager, auf Festplatte. Und ja, da könnt ihr euch bei mir schon mal freuen. Und ja. Also freut euch auf die nächste Staffel von uns beiden. Und ich habe einfach mal beschlossen, weil wir das nächste Projekt dritt machen, kommt hier bei Landwirtschaftssimulator kein Gast mehr rein. Na, Vero? Vero? Ja, er hat das beschlossen. Ja, mit dir natürlich, ne? Ich wollte gerade sagen, ja. So, jetzt kann ich ja mal endlich losfahren. Was mache ich jetzt eigentlich mit diesem Silagezeug? Jetzt mal ganz doof gefragt. Bist du denn auch dahin? Ich bin bei den Tieren. Welche Nummer muss ich jetzt hin? Aha, ich fahre einfach irgendwo drüber und hab schon. Wo ist der Güterbahnhof nochmal? Ganz oben. Nee, links. Dieses Zeug da. Bei Nummer 10 oder was? Ja. Bei 10 muss ich hin, okay. Und ich kann mich kaum bewegen, Vero. Muss mal kommen. Please. Wäre sehr notwendig. Ich kann gerade mal gar nicht mehr fahren, ne? Ja. Tempo mal 3. Ich würde mal sagen, das ist ein bisschen zu schwer für deinen kleinen Trecker, wa? Ja, komm, mal vergessen, ich brauche einen neuen Traktor. Wie gesagt, bei den Tieren steht einer, nimm den. Ja gut, dann mach ich dir einen Platz, dass du es mal beladen kannst. Ich bin kurz weg, die Aufnahme muss kurz mal pausiert werden. Jo, bis später. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Entschuldigung für die kleine Störung, es liegt mal wieder an mir. Aber ich kann nichts machen, ich muss halt nebenbei mich auch noch um private Sachen kümmern, die erledigt werden müssen. Und wenn man da einen Anruf kriegt, muss man dran gehen. Soll ich dich schieben? Ja, aber ganz vorsichtig. Meine Reifen drehen hier durch. Toll, ich kann dich gar nicht schieben. Ich häng schon. Achso. Dein Anhänger ist einfach so hoch, dass ich da drunter fahre. Okay, dann ist es logisch. Ohne Scheiß, das dauert ewig. Ich muss eben einen neuen Traktor holen. Also, sorry, Leute, da habe ich echt nicht mitgedacht, dass der. Guckt euch jetzt an. Ich will mal kurz weg, ne, Vero? Ja, Anhänger holen. Ach, Traktor holen. Ja, dann stell mir den zu den Tieren, den du da hast. Ja, und den anderen. Und der Große steht, gegenüber von der Schafweide. Ich werde in der Zwischenzeit auch weggehen. Warte mal, ich stell dir den ich meine, stelle ich dir mal hier hin.